Ja, wir haben mal wieder gute Kommentare von euch bekommen im Rahmen unseres Format Community Meets zum Thema Kinderfreibeträge, Kinderbetreuungskosten und so weiter. Eure Sorgen und Nöte. Und ich fange mal mit Betty B. an, die schreibt, Kindergartenplatz nicht bekommen, weil es keine freien Plätze gibt. Bei der Tagespflegeperson aber für die gleiche Betreuungszeit mehr zahlen. Diese Beiträge müssen gleich sein. Ja, vollkommen richtig. Es kann nicht sein, dass da keine Kapazität ist, obwohl es einen Anspruch gibt. Und dann wird man an eine Tagespflegeperson verwiesen, die deutlich teurer ist. Da können insbesondere die Kommunen was machen, mehr ausbauen. Der Bund stellt schon Geld bereit, aber da müssen die Kommunen noch Gas geben. Ripika B. schreibt, ich bin alleinerziehend mit Kindern. Mein Sohn kommt nächstes Jahr in der Nachbarstadt in die Schule. Hier muss ich dann die OGS-Kosten und das Essengeld tragen. Meine Tochter bleibt in unserer Stadt in der Kita. Hier werden dann auch Kita-Gebühren fällig. Und am Strich sagt sie, es bleibt weniger als einem Hartz-IV-Empfänger. Das ist ein Riesenproblem. Wir besteuern Menschen, wir bestrafen Menschen, die arbeiten wollen. Und sie sagt zu Recht, weil sie gerade überhalb der finanziellen Grenzen gibt, wo die Betreuung kostenlos wäre. Das darf nicht sein. Für die einen, die gar nicht arbeiten, ist es komplett kostenlos. Und die sich anstrengen, die werden dann bestraft. Auch dazu haben wir Vorschläge gemacht. Dann schreibt Sebastian K. Hallo FDP-Bundestagsfraktion. Es ist doch ganz einfach. Streicht endlich die kompletten Betreuungskosten für Kindergärten und Schulen. Essen muss natürlich bezahlt werden. Dazu gerne die Freibeträge je Kind etwas erhöhen. Und schon hat jeder etwas mehr im Portemonnaie übrig. Direkt und unmittelbar im Netto. Stattdessen kann nur ein Teil der Betreuungskosten über komplizierte Wege im Rahmen der Gesamtsteuererklärung gegengerechnet werden. Ja, genau so ist es. Ein Grund, ich habe früher Landespolitik gemacht, wir haben das auf Landesebene immer gefordert, am Ende durchgesetzt, Kindergartenbeiträge und Krippenkosten müssen kostenlos sein, damit auch da Level Playing Field herrscht. Andreas F. Elterngeld und Elternzeit beantragen war das reinste Wirrwarr. Kann ich total bestätigen. Ich brauche den Kommentar gar nicht weiterlesen, weil genau das mir auch passiert. Ich habe zwei Kinder. Es ist total irre. Elterngeldstelle und so weiter geht alles gar nicht. Ich verweise auf unsere Vorschläge zur digitalen Steuererklärung und ähnliches mehr. Das muss im 21. Jahrhundert komplett digital und unbürokratisch laufen. Dann schreibt Manuela, Elterngeld ist zwar steuerfrei, wird aber ins steuerpflichtige Einkommen einberechnet, wodurch es häufig zu Nachzahlungen kommt. Ja, das ist eine späte Überraschung. Erst freut man sich, dann stellt man fest, dass es trotzdem sozusagen eingerechnet wird. Man wird in der Steuerprogression höher gestuft. Das kann man vorher alles regeln. Stichwort Digitalisierung der Steuererklärung. Sabine G., warum wird mein Einkommen als Alleinerziehende fast genauso versteuert wie das eines Singles und nicht wie das eines Familienoberhauptes? Ja, vorhin schon gesagt, Kinderfreibeträge, auch die für Erwachsenen, gleichstellen. Die müssen deutlich angehoben werden, die Kinderfreibeträge. Es kann nicht sein, dass Alleinerziehende im Steuersystem systematisch schlechter gestellt werden. 89. Es ist total unübersichtlich, zumal man alles doppelt und dreifach abgeben muss. Außerdem ist es für Normalverdiener zu wenig, um es komplett den Kindern zukommen zu lassen. Also es ist total unübersichtlich. Ich würde sagen, all die Daten, die der Staat von einem schon hat, die darf man nicht nochmal nachfragen. Verweise ich auf Estland, die machen genau das. Wenn man die Daten einmal abgegeben hat, dann darf der Staat nicht wieder danach fragen. Sollten wir auch in Deutschland so handhaben. Schreibt Herr das Schlimmste, wenn man keine Betreuungskosten hat, weil man einfach keinen Platz im U3-Bereich für seine Tochter bekommt. Statt Arbeit für mich und Bildung für die Kleine gibt es jetzt einen Hausmann mehr in Deutschland. Ja. Kinderbetreuung, keine Frage, es gibt einen Rechtsanspruch. Wenn das nicht funktioniert, vor Ort auch die Kollegen der Kommunalpolitik mal ansprechen. Das muss gewährleistet sein. In unserer Stadt wurden die Kita-Betreuungskosten gerade ad hoc um über 30% erhöht. Freibeträge gibt es in dem Zusammenhang kaum. Ja, erneut die Situation, total ungerecht. Wenn man arbeitet, sich anstrengt, zahlt man kräftig dazu. 500, 600 Euro an Kinderbetreuungskosten im Monat sind überhaupt gar keine Seltenheit für Normalverdiener. Das ist selbstverständlich viel zu viel, sollte kostenlos sein zum einen und zum anderen natürlich, wenn Kosten entstehen, von der Steuer absetzbar. Gabriele G. beschwert sich, meine Erfahrung ist seit 2000 alleinerziehend von drei Kindern. Du kannst in diesem Staat gar nicht so viel arbeiten, wie du bezahlen musst. Und ich gehöre zu den ja angeblich gut Dastehenden, da ich im Durchschnittslohnbereich liege. Fun Fact oder trauriger Fact am Rande, wenn du 1960 gelebt hast, musstest du das 18-fache des Durchschnittseinkommens verdienen in Deutschland, um den Spitzensteuersatz zu zahlen. Heute ist es das 1,4-fache. Also der Durchschnittsverdiener gilt als reich. Das darf nicht so sein. Steuerkonzept der FDP hilft dagegen. Ja, bei der Kinderbetreuung, bei den Kinderfreibeträgen müssen wir was machen. Wir haben es gerade diese Woche im Deutschen Bundestag eingebracht. Familienentlastung und zwar wirklich Entlastung. Das heißt, die Kinderfreibeträge gleichsetzen mit denen von Erwachsenen und sind die Kinder genauso viel wert wie Erwachsene. Leider macht die Bundesregierung wenig Steuerpolitik im Moment. Wir helfen ihr auf die Beine, denn wir sind Service-Opposition. Nicht nur im Social-Media-Bereich, sondern auch offline im Deutschen Bundestag und versuchen, die Bundesregierung besser zu machen.
Vielen Dank, dass ihr bei Community Meets dabei wart und ich freue mich auf das nächste Mal.